Im Studio begrüße ich jetzt Professor Emanuel Richter von der RWTH Aachen. Herzlich willkommen hier im Studio. Wenn Sie den Trump so hören, wie bewerten Sie denn zum Beispiel den Teil seiner Aussagen, die sich jetzt auf internationale Beziehungen auswirken, beziehen, zum Beispiel die NATO? Naja, nach meinem Eindruck sind das ganz einfache Weltbilder. Und das ist einerseits für manche vielleicht überzeugend, für viele, glaube ich, erschreckend. Also für mich eher auch erschreckend. Insofern, als dass er da wirklich nur Grobzeichnungen macht, das alles sehr auf eine einfache Sprache reduziert, die Komplexität von politischen Problemen überhaupt gar nicht zur Sprache bringt oder vermutlich auch gar nicht sieht und auch gar nicht anzunehmen bereit ist. Und das halte ich für das Gefährliche an dieser Sache. Das bezieht sich sowohl auf die Europäische Union, auf die deutsche Politik, aber auch auf die NATO. Und das löst eben berechtigt Erschrecken aus. Es ist ein Weltbild, das der Komplexität von Politik nicht gerecht wird. Sie sagen gefährlich, Sie sagen erschreckend. Wie könnte es sich denn auf die Sicherheitspolitik zum Beispiel in Europa auswirken? Naja, das ist ja jetzt schon in den vergangenen Tagen sehr deutlich zur Sprache gekommen. Man sagt, wir müssen irgendwie für uns selber handeln, wir müssen mehr Eigenverantwortung übernehmen, wir müssen auch ein bisschen schärfer und profilierter in der internationalen Politik auftreten. Ich glaube ja, denn auf Amerika kann man sich unter diesem Präsidenten dann vermutlich nicht verlassen. Da wird es heute so und morgen dann auch wieder eine andere Botschaft geben. Und das ist ja auch ein Aspekt seines Interviews. Er widerspricht sich gegenüber seinem Wahlkampf, gegenüber den Verlautbarungen der letzten Tage und Wochen. Also es sind sehr spontane und damit auch nicht konzise, präzise und verlässliche Äußerungen. Nun ist Trump nicht der Einzige, der twittert, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie, ob Sie jetzt Politiker sind oder Unternehmer oder einfach interessierter politischer Zuschauer, wenn Sie sich beteiligen wollen an der Diskussion, dann können Sie das natürlich tun. Sie können natürlich jederzeit twittern und Sie können sich auch auf der Seite von Phoenix an dieser Diskussion beteiligen. Ich lese Ihnen mal einige Beispiele vor, die uns per Twitter erreicht haben. Da hat zum Beispiel der SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrich Kelber getwittert, ob Trump eine Sekunde darüber nachdenkt, was unsere Antwort auf Strafzölle wäre. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Michael Fuchs hat getwittert, BMW hat sein größtes Werk in Spartanburg, USA stehen. Ob Trump das auch weiß? Der SPD-Fraktionschef aus Bayern, Markus Rindersbacher, hat getwittert, ob Herr Seehofer seine unkritische Haltung und vorauseilenden Gehorsam gegenüber Trump nach dessen Kampfansage an BMW auch beibehält. Und jetzt Zuschauer, die sich gemeldet haben. Christoph Hinze zum Beispiel sagt, naja, The Daily Trump, er setzt das fort, was er vor der Wahl begonnen hat. Er beherrscht die Medien wie, wo und wann er will, auch hier. Rainer Hirsch schreibt, Donald Trump wirkt im Interview mit Bild Deutschland erschreckend unberechenbar. Er nennt die NATO obsolet, hält sie aber gleichzeitig für sehr wichtig. Und Mickey Leugold schreibt, in Zeiten, in denen eine Person wie Trump Präsident werden kann, sind Vernunft, Besonnenheit und Sachlichkeit wichtiger denn je. Professor Richter, reichen Vernunft, Sachlichkeit, Besonnenheit? Naja, vor dem Hintergrund, dass er in wenigen Tagen Präsident wird, würde ich sagen, ihm täte es gut und seiner Mannschaft täte es gut. Nun muss man ja sagen, die designierten Minister sind offenbar etwas besonderer als er selbst. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass er auch durch die Zwänge seiner Amtsführung, sprich, dass er sich auf andere verlassen muss, dass Abgeordnete des Kongresses ihm dann auch mal in die Parade fahren werden, dass er dadurch auch ein bisschen ausgebremst wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich hoffe das, weil diese Art von simplen Weltbildern, das haben wir eben auch in den Twitter-Meldungen gesehen, diese Art von Weltbild, diese Art von Vereinfachung, diese Art aber auch von Widersprüchlichkeit, ja, es ist ja gar nichts Konsistentes dahinter, die ist schon sehr gefährlich und mit der lässt sich weder national noch international gute Politik gestalten. Eine kurze Nachfrage noch. Wir haben vorhin den derzeitigen Bundesaußenminister Steinmeier gehört. Der wird ja demnächst, er tritt zumindest an, als Bundespräsident. Wir wissen nicht, wer sein Nachfolger wird, aber wie soll sein Nachfolger umgehen mit amerikanischer Politik?
Ja, das fragen sich im Moment alle. Ich glaube, auch die Zuständigen, die demnächst in diese Ämter hineinrücken werden. Das ist sehr schwierig. Man beharrt ja jetzt im Moment darauf, dass man sagt, also Politik ist einerseits Vernunft, andererseits auch Diplomatie, andererseits dann wiederum Komplexität und insofern keine einfache Sache. Und so wird man vermutlich ihm begegnen. Das stößt aber bei ihm in der Tat auf taube Ohren. Das hat sich in dem Interview klar gezeigt. Also diese Art von Politikgestaltung teilt er nicht. Aber da wird es also irgendwie einen Kommunikationsbruch geben. Und es wird dazu führen, dass er entweder nicht verstanden wird oder die falschen Schritte macht oder dass er irgendwie von anderer Seite aus, wie ich sagen würde, ausgebremst werden muss, damit er der Komplexität von Politik und auch den diplomatischen Spielregeln in irgendeiner Form gerecht wird. Professor Richter, das war der außenpolitische Teil unseres Gesprächs. Vielen Dank bis hierher. Wir haben gleich noch Gelegenheit, über die Innenpolitik zu sprechen.